Es ist wieder soweit. Neuer Vlog auf den Samstag. Es ist plötzlich Winter in Berlin und Brandenburg. Ja, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber teilweise liegt hier Schnee. Wir haben, glaube ich, den 19. November. Und vor, ich glaube, 2 Wochen bin ich noch im T-Shirt oder so rumgelaufen. Jetzt plötzlich liegt Schnee und es ist sowas von kalt. Naja, heute geht's zum MMA in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Natürlich, wo auch sonst. Leute, ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Aber irgendwie sind nur dort die ganz krassen Events. Zu We Love MMA. Ich war noch nie in meinem Leben beim MMA. Ich kenne ganz wenige MMA-Sportler und habe auch wirklich gar keine Ahnung von sowas. Ich mache ja selber auch Kampfsport, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Aber nochmal was anderes als MMA. Und deswegen finde ich es cool, mir was anderes anzugucken. Und vorher machen wir natürlich wieder eine kleine Foodtour. Heute geht es erstmal zum Potsdamer Platz, wo heute so ein Foodmarkt ist quasi, in den Potsdamer Platzarkaden. Da werden wir uns erstmal durchschlemmen. Dann treffe ich einen alten Kollegen, wieder heute mit Überraschungsgast. Und dann werden wir vor Ort auch noch ganz viele Leute treffen, die wir kennen. Denn das Event heute ist anscheinend sehr heiß begehrt und man kennt viele Leute, die da hingehen. Wir sehen uns später, wenn wir am Potsdamer Platz sind. Bis dahin. Also foodtechnisch übel der Reinfall. Vieles hat schon zu, viele sind ausverkauft von diesen Ständen hier. Aber hier in diesem gibt es einen NBA-Store mit so viel Sachen. Wirklich, hier gibt es alles. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Basketball-Vlog, wo wir ein Jersey kaufen wollten und nichts gefunden haben. Und hier hätten wir safe ein geiles gefunden. Alter, so viele geile Sachen auch. Voll cool. Hier auch die ganzen Jerseys. Bucks natürlich von Giannis. Schon geil. Hier, von jedem Team haben die hier was da. Doncic. Also dementsprechend suchen wir jetzt was anderes zu essen. Ja, mal gucken. Jetzt am Potsdamer Platz auf einem Weihnachtsmarkt. Ja, und hier gucken wir jetzt mal, ob wir was zu essen finden. Wir haben jetzt hier einmal so ein eine Veggie-Brezel genommen mit Brokkoli, Champignons und Käse überbacken. Und dann haben wir noch ein Baguette. Das Baguette ist aber jetzt noch im Ofen. Ja, wir testen das jetzt einmal. Hat jetzt nur Käse, aber es schmeckt schon mal richtig gut. Hier ist das Käse-Knoblauch-Baguette. Alter, es ist so geil. Übel hat Knoblauch. Wir machen jetzt hier noch Soße drauf. Okay. Reicht, reicht. So geil. Leute, die Brezel und das Baguette eben war so stark beides. Wir haben uns am gleichen Stand jetzt nochmal, weil die Soßen auch so geil waren. Und jetzt wird da ordentlich raufgescheppert. So, next step. Bis jetzt war alles Bombe. Quarkbällchen und frittierte Apfelringe. Ich teste als erstes das Quarkbällchen mit Nutella. So muss es auf dem Weihnachtsmarkt schmecken. Frittierte Apfelringe habe ich noch nie gegessen. Habe ich krasser erwartet. Naja, es geht. Also, ein bisschen enttäuschend. Naja. Jetzt bei Five Guys auf Klo erstmal frisch machen. Alter, draußen ist es so kalt. Hier gibt es schönes warmes Wasser. Ich konnte mal die Hände und das Gesicht waschen und jetzt gehen wir wieder raus. Das Essen war bis jetzt bombastisch. Also wir hatten die Brezel, eine 16 von 20. Wir hatten das Baguette, eine 18 von 20. Das war wirklich geisteskrank.
Die Pommes waren ziemlich nice durch die ganzen Soßen und so, Curly Fries, ja. 15 von 20. Dann hatten wir die Quarkbällchen, 16 von 20. Und die Apfelringe, 6 von 20. Weil es war wirklich nicht gut. Jetzt mal gucken, was wir machen. War auch schon ziemlich voll. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, eine gute Stunde, bis wir in der Mercedes-Benz Arena sein wollen. Deswegen, kurze Absprache, mal gucken, vielleicht gibt es noch ein, zwei Sachen, die wirklich geil sind. Und dann geht's zum MMA. Ich hab richtig Bock. Es kommt mir schon vor wie, weiß ich nicht, 22 Uhr oder so, auf jeden Fall sehr spät. Dabei ist es noch nicht mal, oder es ist jetzt 18 Uhr fast. Alles ist in Butter. Wir haben noch viel vor heute. Ich habe noch nie in meinem Leben so Erdnüsse geknackt und selber gegessen. Ich habe dementsprechend auch gar keine Ahnung, wie es geht. Ich habe jetzt ja einen auf jeden Fall rausbekommen. Ja, schmeckt wie in der Schokolade oder sowas. Mit Nüssen. Nee, wie aus der Dose die Erdnüsse, stimmt. Ich vergessen, dass es sowas gibt. Bei Five Guys gibt es sie ja umsonst. Kannst du einfach so eine Schale nehmen. Kannst auch 10 Schalen nehmen wahrscheinlich. Und dir einfach gönnen. Finde ich richtig cool. Jeder kennt es bei Five Guys. Ihr nehmt eine kleine Portion und Alter, da sind so viele Pommes drin, die machen das ja extra noch immer in die Tüte, so eine Schaufel rein. Deswegen immer bei Five Guys eine kleine Pommes nehmen. Dann haben wir jetzt hier noch ein Veggie-Sandwich genommen. Ein Veggie-Sandwich genommen, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist einfach ein Burger ohne Patty mit allen Toppings drauf, glaube ich. Also hier ist ziemlich viel drauf. Soße sieht mau aus, aber so an sich sieht der voll geil aus. Das ist ein bisschen, das Brot ist ein bisschen, keine Ahnung, wie sagt man, sieht es ja. Ich beiß einfach rein. Wir sind jetzt an der Mercedes-Benz Arena fast angekommen. Hier ist die Eastside Mall. Five Guys war so lala, nicht gut. Ich bin mega motiviert. Ich habe jetzt mich umgezogen, die dagestanische Mütze auf. Let's go. Winter Wonderland hier mit diesen ganzen Tannenbäumen. Der Schnee, wunderschön. Die Mercedes-Benz Arena gleich nebenan. Wow. Wir sind jetzt drin. Jetzt gibt es erstmal noch ein Getränk. Und der erste Blick in die Arena. Da ist der Octagon. Ich weiß nicht genau, wo wir sitzen. Irgendwo hier. Boah, ich freue mich richtig. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung vom MMA. Ich habe mich auch nicht vorbereitet heute, muss ich ehrlich gestehen. In 3 Minuten soll es losgehen. Und es ist auch noch nicht voll. Also es ist echt noch nicht viel los. Aber ich bin mal gespannt. Es ist doch nicht die höchste MMA-Liga oder so. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen hier bei We Love MMA. Die 62. Ausgabe von Deutschlands härtester Serie. Wir machen wieder Station in der Stadt, in der alles begonnen hat, die quasi der Ursprung vom MMA-Kampfsport für We Love MMA ist. Und ich sage herzlich willkommen hier in der Mercedes-Benz Arena. Gibt es Berlin? Erster Sportler kommt rein. Jan. Der erste Kampf hat begonnen. Wir sehen jetzt hier ein paar Kicks, die tasten sich beide langsam ran. Ah, ne, ein paar Kicks, es geht hin und her. Wenn was passiert, melden wir uns. Oh. Blau jetzt mit ein paar Schlägen ins Gesicht. Und da ist der erste Sieg für mich.
Er wirkt ihn von hinten. Dann geht zu Boden und klopft, glaube ich, an. Nach einer Minute. Wetterkampf des Abends, Rot, Doublet, Karatayev, Blau. Second Half mit Heuer aus dem Ring, Second Half links. Ringfrei zur ersten Runde, Köstner. Bilanz, Leute. Wir haben 5 Kämpfe gesehen. Alle sind vorzeitig beendet worden. Und irgendwie ist es ein bisschen langweilig. Es ging alles so schnell. So wenig Aktion, immer Bodenkampf. Und im Bodenkampf war es dann so, einer wirft oder dann liegt der eine auf dem Boden und dann der andere geht nach oben und dann hat einer gewonnen. Also einer hat abgeklopft. Einen Kampf hatten wir, wo in die zweite Runde gehen hätte müssen, aber der eine hat dann aufgegeben und dadurch war es auch nach der ersten Runde vorbei. Jetzt ist Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat mein Experte gesagt, soll besser werden. Wir werden es sehen und hoffen auf seine Worte. Ja, es gibt ja einen Boxautomaten, da kann jeder boxen, der will. Rekord ist 924, wurde eben gebrochen, also wurde eben aufgestellt. Vorher war die ganze Zeit 919. Ja, ich selber werde da nicht boxen. Ich werde mich erstens blamieren und zweitens ist meine Schulter verletzt, deswegen kann ich auch gar nicht boxen. Das ist das Kämpfen, Kevin, Asbacher und Aslan Bagan. Second half mit 3 aus dem Ring, second half please, 8-5 on ice. Thank you.
tasten sich erstmal ran an den Kampf. Noch 10 Sekunden in der letzten in der ersten Runde. Und Pause. Interessant aus. War nur noch 10 Sekunden. Blau hat jetzt einen Beinangriff gemacht. Jetzt sind die beide im Käfig. Ich weiß nicht genau, was die Intention jetzt ist von Blau. Rot versucht sich ein bisschen zu befreien, aber nicht ernsthaft, irgendwie. So wird's nicht viel. Oh! Jetzt hat er ihn runtergekommen. Ja, klassischer Bodenkampf hier. Beide wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Blau kann ihn jetzt von hinten schocken. Da kommt nicht so richtig rein. Wird gefällt es zur Sache. Die Namen leider gerade nicht parat. Und hier, wenn ihr das lesen könnt, Sharifi gegen Emre Cengiz. Justin, was sagst du, wer gewinnt? Ist gerade in der Unterlage. Jetzt geht's los, Leute. Justin, wer gewinnt? Der denn? Rot oder blau? Blau und rot. Sag mal. Du musst jetzt einen Tipp abgeben. Okay, ich mach's dir leichter. Ich sag. Okay. Und der Hauptkampf kommt dann in den Choke rein. Blau hat eine ziemlich gute Position. Er klopft nicht ab, er bleibt hart jetzt. Schläfen. Justin sagt, es wird ein schneller Kampf, er bleibt daran fest, er hält daran fest. Das ist ja dieser Bodenkampf, da passiert nicht so viel. Finde ich persönlich ja langweilig. Was ist deine Meinung dazu, für diesen Bodenkampf im MMA? War keine Antwort auf meine Frage. Oh, jetzt ist er gut. Ich glaube, das wird hier bald ein Ende haben. Der geht nur noch in die Decke. Der Kampfrichter geht abschließen.
Justin, wie hat dir der Abend gefallen? Naja, also wir gucken mal. Die Leute gehen schon. Ist auch schon spät. Obwohl alle Kämpfe sehr, sehr schnell gingen. Ich glaube, wir hatten zwei Kämpfe, die über die volle Distanz gingen. Ziemlich zäher Abend. Jetzt wird trotzdem erstmal noch Darts eingeschaltet. Im Grand Slam. Für das Finale. Naja. So, an der Stelle beende ich mein Video heute. Direkt am Cage. War ein tolles Event, oder Norm? War mega, hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.